Was wollen Sie? Spielt ruhig weiter, führt mich durchaus, spielt ruhig weiter. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Was wollen Sie? Also die Kinder sind schon mal nicht sehr nett. Sarah und Tommy, richtig? Eure Mutter meint, ihr könntet mich einmal durchs Haus führen. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja. Was möchtet ihr? Wir wollen $1 Trillion. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die. Wie? Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben in dem Regalfach, dass wir nicht herankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durchs Haus. Wie sieht's aus? Na gut, holen wir sie. Meine Mutter hat die Süßigkeiten auch immer so versteckt. Na gut, ich hole sie euch. Die Küche ist rechts vor der Treppe. Holen Sie sie uns. Jo. Hier ist auch eine Uhr. Und auch die zeigt auf 11 Uhr ungefähr. Auch wenn es komisch ist, dass man nur einen Zeiger sieht. Der aussieht wie ein Knochen. Da ist die Zuckerstange. Ja, auch wir kommen nicht da dran. Also erstmal Licht anmachen, dass wir was sehen hier. Und dann verschieben wir einfach den Tisch. Zuckerstange erhalten. Üble Kalorienbombe. Ja, können wir uns im Inventar ansehen. Also einmal haben wir den Kontrollmonitor. Stellt zur Live-Überwachung eine kabellose Verbindung zum örtlichen Monitor her. Zuckerstange. 10% Zucker, 90% Bestechungsmaterial. Klingt irgendwie ein bisschen aus, als ob es aus SpongeBob geklaut wäre. Nein, ich will nicht weiter hoch. Ich will jetzt hier rum. So, ich könnte wieder hochgehen. Bringt natürlich nicht viel, da wir noch keine Informationen haben. Okay, ich habe, was ihr wollt. Die gute alte Zuckerstange. Und wenn ihr mich jetzt... Und wenn ihr mich jetzt augenblicklich rumführt, werde ich auch nicht drauf niesen. Ja, tolle Bestechung. Okay, wo fangen wir an? Ich weiß, da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Was meint ihr mit seltsamer Raum? Sie werden es schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Also ja, jetzt haben wir Tommy und Sarah. Tommy mag keine Schildkröten und Sarah ist Anwärterin als professionelle Eiscreme-Kosterin auf dem Weg zur Weltspitze. Ja. Und ja, immer noch nur 2 Noten. Leider geht das zu schnell weg, dass ich es mir besser angucken kann. Also es scheint doch ein paar mehr als nur 2 Noten zu sein. Na gut, egal. Wir gucken erstmal hier rein, weil hier müsste genau das untere Badezimmer sein. Mit der Wanne voller Wasser. Einschalten und Wasser laufen lassen. Klar, warum nicht? Füllen wir mal auch das Waschbecken noch mit Wasser. Bringt zwar nicht viel. So, das Arbeitszimmer. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch des obersten Regals. Na gut, gucken wir uns mal hier um. Okay, hier stehen auf jeden Fall Leinwand und Pinsel. Daher kommen wahrscheinlich die Gemälde oben. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Ach, wer kennt das nicht? Lesen wir mal eine Passage. Und die Farben dieses edlen Stoffes. Etwas Schöneres habe ich noch nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten, ihre Enttäuschung zu überspielen, da sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging da an die Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rede keinen Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört und die Nachricht machte rasch die Kunde. Ja, der Junge, der ehrlich war.
Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst, Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Passage lesen. Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origami als Standardwerk gesammelten Wissens über die, Kunst des Papierfaltens verdrängt. Wikipedia Origami, ja toll. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, sehr toll, so bietet es gegenüber dem alten pedantischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier. Ja, Wikipedia ist online. Und zweitens, es enthält es zahlreiche Pflaster, um die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Okay. Weiterlesen, klar. Für einen Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug, aber Messerstiche können durchaus vorkommen. Okay. Das Kleid. Twilight für Arme oder was? Also für noch ärmere als Arme. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmt. Wer liest denn sowas? Was steht denn da drin? Vielleicht ein anderes Mal. Ja, besser ist es. Ah, aber darin war der Zimmerschlüssel versteckt. Er hat seinen Versteck klug gewählt. Ja, im miserabelsten Buch, was es geben kann. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen und nannte das eine Bücherschlacht. Bis ich eines Tages mal eins zurückgeworfen habe, da brauchte er dann ein Pflaster. Hihi. Nur ein Haufen Bücher hier sind hier drin. Da steht eh nichts drin, was ich nicht schon weiß. Aha, Mr. Neumal klug also. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Jo. Alles andere haben wir uns ja schon angeguckt. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Die Truhe ist verschlossen. Ein staubiger Stapel alter Animorphs-Bücher. Das ist wahrscheinlich die Türe, wo wir nachher rein können, aber wir können uns noch den Rest des Kellers ansehen. Der Schrank ist voll mit verstaubten Büchern. Die Vitrine ist voll mit unbenutztem Porzellan. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Wahrscheinlich fürs Origami-Falten. Die Truhe ist verschlossen. Okay. Dann gehen wir mal in den Kellerraum. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel geöffnet. Okay, wir sind jetzt wieder allein. Die Kinder warten wohl draußen. Schlüssel zur Kellertür. Jeder mag Schlüssel. Ja, warum nicht? Das ist ja wie in einer Höhle hier. Ja, stockdunkel. Wir sehen nur die Lampe. Ein Hase aus Papier gefaltet. Eine kaputte Spieluhr. Ein Plüschschnabeltier. Das ist niedlich. Das ist das einzig Niedliche hier drin. Sieht niedlich genug aus, um Neil nerven zu können. Neil zu nerven. Könnte nützlich sein. Anstupsen. Aufstellen. Nehmen. Plüschschnabeltier erhalten. Ein Plüschtier in Form eines Schnabeltiers. Ja. Ein Hase aus Papier gefaltet. Und sehr gruselige Musik hier drin. Gehen wir lieber wieder. Haben Sie es gesehen? Was wisst ihr zwar über die ganzen Hasen? Nichts. Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Dahin sollt ihr natürlich auch nicht gehen, oder? Hihi. Erinnert mich daran, euch zwei niemals in diese Wohnung mitzunehmen. Also, wollen wir zum Leuchtturm? Es ist ganz schön kalt draußen, aber... Zum Leuchtturm gehen. Aber na gut, vielleicht erfahre ich dort mehr über diese Hasen.
Lasst uns den alten Leuchtturm ansehen. Wie wohl Nils Wohnung aussieht. Finden Sie seine versteckten Keksvorräte wahrscheinlich oder sowas? Oder seine ganzen Nerd-Wissenschaftsmagazine? Gut, hier draußen sind wir etwas schneller. Müssen erstmal den Weg zurück. Oh nein. Ein ultra cooler Strandball. Jemand hat ihn kaputt gemacht. Sowas. Ich fand ihn eh blöd. Aber das war der beste ultra coole Strandball, den ich je hatte. Oh, wer kann nur so gemein sein? Pass auf, ich kaufe dir einen neuen. Nein, bloß nicht. Echt? Sicher doch, aber jetzt müssen wir erstmal weiter. Ja, das war nicht Dr. Eva Rosalyn, die den kaputt gemacht hat. Das war irgendein böser Geist. Es qualmt. Welcher Blödmann hat das Auto geschrottet? Ich nicht. Nein, das war Neil. Es ist ziemlich dunkel draußen. Habt ihr keine Angst? Natürlich nicht. Wir vertreiben sie mit Rollenspielen. Was? Tommy ist ein super starker Ritter und ich bin eine mächtige Magierin. Seid ihr nicht ein bisschen zu jung für D&D? Oder Pen and Paper? Ja, wir vernichten das Böse. Oh, das ist toll. Spielen Sie auch Rollenspiele? Ich, nein. Sie ist nicht cool genug dafür. Ey, ich könnte, wenn ich wollte. Seht nur zu. Wer hat das Eichhörnchen plattgefahren? Auch nicht ich. Nicht meine Schuld. Nicht meine Schuld, ja. Eine brandheiße Karre, ja, so wie sie qualmt. Oh, ein Eichhörnchen. Lassen wir das Eichhörnchen in Ruhe. Schlafen, oder? Oh nein, es ist ein schreckliches Hörnchen. Ja. Die Szene war schon bei Dr. Watts, als ich sie im Let's Play gesehen habe, seltsam. Keine Angst, Kinder, ich werde euch beschützen. Ja, die denken sich auch, was zur Hölle? Ein Eichhörnchen. Verteidigen wir uns einfach. Angriff ist die beste Verteidigung. Vulkanischer Strunktritt, Wirbelwind, Watsche, aber geht auf Faustschuh. Ja, Tommy Pinch und Sarah denkt sich nur, was zur Hölle? Lautstärke des Kampfschreis. Episch. Deine Zeit ist abgelaufen, Hörnchen. Mon, hier aufhören oder wir sagen, dass die Tiere quälen. Ja, sie wird die Polizei rufen. Was denn? Ich hab doch nur. Ich wollte nicht wirklich. Habt ihr nicht gesagt, ihr mögt Rollenspiele? Aber nicht solche Unfug hier. Sie sollten sich schämen. Lass es uns Teddy nennen. Okay. Lasst uns das einfach vergessen, ja? Ja, vergessen wir das Ganze. Der Vogel denkt sich auch nur, was zur Hölle? Hörnchen, Mann. Sag mal, Eichhörnchen beim Schlafen auf dem Baum stören. Jo, der unheimliche Leuchtturm. In Gedenken an River A. Wilds. River Wilds? War sie Johnnys Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich da vorne. Ja, in Gedenken an River Wilds. Das ist dann wohl das Grab von Johnnys Frau. Wir wissen ja, dass sie vor 2 Jahren gestorben ist. So, dann gehen wir mal den Leuchtturm hoch. Und gucken mal, was da noch an Hasen rumsteht. Jede Menge. Da sind sie. Das hat wohl seit Jahren niemand mehr angeschalten, also die Leuchtturmlinse. Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss nochmal hier gewesen sein, bevor er wieder krank wurde.
Hier ist wirklich nur einer mit zwei Farben, oder? So wie sie aussehen, müssen diese Dinger ziemlich schwierig zu falten sein. Ein seltsames Hobby, obwohl. Oh, mein Handy. Es ist Watts. Ist alles vorbereitet? Gut, ich bin gleich da. Warum haben Sie so einen gruseligen Klingelton? Damit es die Monster mit der Angst kriegen. Komm, wir gehen zum Haus zurück. So, Papierhase erhalten. Und ja, sie haben Johnny einen Visor aufgesetzt. Sag mal, warum kommst du nicht noch ein bisschen später? Ist ja nicht so, als ob uns der Kunde wegsterben könnte oder so. Ich musste noch was erledigen. Ich muss auch was erledigen, unseren Job nämlich. Jetzt komm mal von deinem hohen Ross, ich bin einmal zu spät und du ziehst dich gleich daran hoch. Sag mir wenigstens, dass wir startklar sind. Natürlich sind wir das. Ich verstehe mein Handwerk. Dein Name ist auf der Couch, hopp, hopp. Ja, wir haben jetzt noch den Papierhasen. Ein zweifarbiger Hase aus gefaltetem Papier. So, dann nehmen wir mal unseren Visor. Und ab in die Erinnerung. Bereit oder nicht, wir starten durch. So, da oben erscheint jetzt die Zeitleiste. Also, wie weit wir in Johns Erinnerungen zurückgereist sind. Im Augenblick halt in seinem hohen Alter und dann immer weiter zurück, bis er noch ein Kind war. Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig, schnappen wir ihn uns. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Gut, jetzt haben wir wieder unsere beiden Wissenschaftler. Eine Auswahl medizinischer Fachzeitschriften. Und ja, wie man sehen kann, erinnert sich John zum Beispiel nicht mehr an die Bilder, also was wo genau hing. Deswegen sind alle Bilder jetzt hier weiß. Hier ist sonst alles okay. Notizuhr erhalten. Ja, unsere erste Notiz. Die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Und ja, hier sieht man schon Erinnerungsflecken. Also Sachen, an die sich John nicht mehr ganz so genau erinnert. Hier zum Beispiel der Weg in den Keller und alles. So, gehen wir mal nach draußen und suchen wir John. Der ist wahrscheinlich hier oben auf der Bank.